Und Osmina, willkommen zurück zu, ja, wie heißt es noch gleich? Ja genau, Super Paper Mario. Ja, nach langer Zeit melde ich mich wieder zurück. Und das war natürlich dafür gedacht, weil wir immer noch aussehen wie ein Pikmin. Ja, ist wieder ein paar Monate her, ne? Ist wieder ein Glück für die, wo das hier so derweil gucken, am Stück. Und die, wo aktuell gucken, haben halt gelost. Nein, hier bin ich wieder, jetzt bin ich wieder aufgenommen. Ich will auch gar nicht viel erzählen, was ich gemacht habe in der Zeit, weil ich hatte Arbeit und Besuch und... Besuch ist Arbeit. Nein, ich habe natürlich auch gearbeitet. Und wir gehen jetzt durch die Tür, die wir letztes Mal freigeschaltet haben, oder wie man das auch nennt, freischalten, wie auch immer. Und gehen durch dieses derbe Ding hier. Weil wir ja derbe geprüft werden müssen. Wir sind durchgekommen, weil wir ein derbes Pikmin sind. Wir sind Picario oder Marimin. Und hier wollen wir hier, da war ein Bodenbrüschig. Super sächsisch reden. Hier ist überall Bodenbrüche. Hoppala, nein, das wollen wir nicht lesen. Das haben wir letztes Mal gelesen. Hörst du auf? Psst! Hör, Klappe halten! So. Ich habe viele Sachen probiert und wir müssen das machen. Und ich bin gerade irgendwie in der Luft gestanden. Und nein, wir wollen dich nicht töten. Wir sind lieb. Genau, mal eben 50 Zeug. Ja, ich wollte da hoch. Und jetzt? Fragt mich nicht, was das gebracht hat. Fragt mich bitte nicht. Ich könnte schwören, wir haben es letztes Mal auch probiert, dieses, was ich da gerade gemacht habe mit der Stampfantacke. Aber es wollte nicht funktionieren. Nun ja, und wir stehen wieder derbe in der Luft. Ha! Ich nehme einfach an, wir müssen alle rot drehen, weil rot ist ja bekanntlich die Farbe, die so viel Gutes bringt. Und ich will... Okay, geht das auch anders, weil, wenn man... Nein! Nindos Quest for the Switch. Das Schwerste an der ganzen Aufgabe ist es überhaupt erstmal da hochzukommen. Komm, Tippi. Da muss doch hier irgendwo ist... Triffst du diesen Schalter, wechselt die Farbe blau, rot, schwarz und weiß. Vielleicht sollte eine Farbe die Farbe der Gegenstands... Siehst du? Das seht ihr schon wieder. Ich wollte hier derbe Dingsen. Wortfindungsstörung. Ich wollte hier jetzt einfach alle in rot machen, aber okay. Okay, die Olle hier ist lila. Oder weiß. Oder wollen wir nach diesem roten Kristall gehen? Wie machen wir es denn? Ja, fall nur. Ist in Ordnung. Na, tut mir sorry. Ach, ich scheiß auf Punkte. Ich brauch Geld. Weiß. Machen wir hier mal weiß. Weil lila kommt, dieses helle Lila. Du fasst schon Flieder. Und nein, es ist kein Flieder, das weiß ich, weil ich trage gerade. Ui. Ich trage gerade ein fliederes Hemd. Wait, hier kommt weiß hin. Und das ist blau. Und das ist rot, okay. Aber wenn ich schon mal hier bin. Nee, muss im 3D-Effekt sein. Oh, hier ist gar nicht kaputt. Tut mich sorry. Okay, blau. Boing! Oh Leute, ich bin ein Nintendo-Fan, das ist ja bekannt. Aber dass ich so ein Nintendo-Fan hätte, selbst ich nicht gedacht. Ich habe ein Xbox-Spiel zerstört. Und nein, es war keine Absicht. Ihr müsst wissen, ich habe die Xbox auf den Kühler gestellt oder auf die Lüftung oder nennt es, wie ihr wollt. Und nein, so geht das nicht. Bowser springt doch... Moment, Bowser springt doch höher, nicht? Also, ich habe ein Xbox-Spiel zerstört. Es handelt sich um Dead Rising, ein wunderschönes Spiel. Ich bin natürlich mehr der Nintendo-Veteran, wie ihr wisst, aber bei Dead Rising, da werde ich echt zum Fanboy. Folgendes. Ich habe es auf die... ich habe die Xbox auf die Lüftung gestellt, auf den Kühler, nennt's wie ihr wollt. Und ja, das hätte ich jetzt eigentlich nicht umswitchen müssen. Und ich habe auf jeden Fall... hat dann mein Kumpel gemeint, hier riecht's komisch. Guckt auf die Xbox. Oh, Alter, die liegt ja auf dem Kühler. Dreht sie, hebt sie hoch, schüttelt, der hat halt ein bisschen hysterisch reagiert und hat, haben wir dann einfach nur noch ein Schreddergeräusch gehört und, ja, ein Kratzer quer über die CD. Und natürlich war das dann meine Schuld. Und ja, jetzt, das passt schon wieder. Jetzt habe ich dem das Geld gegeben. Ich meine, ich bin selbst ein Fan der Dead Rising-Reihe. Wie könnte ich ihm nicht das Geld geben? Und mein Gott, er hätte mitdenken können. Aber so Konflikte entstehen nun mal nicht.
So, jetzt haben wir hier schwarz bei schwarz. Sollte eigentlich stimmen. Schwarz bei schwarz. Da fehlt nur einer, gell? Nö. Schwarz bei schwarz. Weiß bei weiß. Rot bei rot. Was machen wir mit dir hier? Hier ist nämlich gar nichts. Super Norddeutsch. Jetzt stehe ich hier davor. Oh, Stampfo, einfach so. Ja. Oh oh. Oh oh. Da war das Spiel aber ganz schön gemein. Speichere ich erst oder lege ich erst den Schalter um? Ich würde sagen, ich speichere erst so zur vollkommenen Sicherheit. Ja, natürlich möchte ich mir speichern. Naja, da habe ich also ein Xbox-Spiel zerstört. Und ich bin zu blöd. Ich bin erstens zu blöd zum Speichern und zweitens zu blöd, eine Geschichte am laufenden Band zu erzählen. Na, geht die mal bitte. Oi, ich will sehen, was da abgeht. Nein. Nintendo sparte sich das Geld an unnötigen grafischen Darstellungen, indem es einfach einen Vorhang vorschob und nicht großartig zeigte, wie die Tür dahin kommt. Naja, soll mir recht sein. Jetzt gehen wir durch die derbe Tür hier. Ich hab ein bisschen Angst. Naja, wird halt so schlimm sein. So. Ui, ui, hu, wo sind nur meine Schönheiten? Ach du Scheiße. Das schöne, hübsche Dinge. Ui, ui. Bringt sie zu mir. Mehr, mehr, mehr. Hä? Da, was ist dieses hässliche Ding? Seid ihr König Krokus? Ui, ui, u. Wii U. Ihr seid also die Eindringlinge, von denen ich bereits so viel gehört habe. Ich werde euch keinesfalls die Zerstörung meines schönen Reiches verzeihen. Nein, Wii ein. Ihr wurdet gewarnt. König Krokus, ihr müsst die von euch versklavten Klepulaner freilassen. Niemals! Ihre kräftigen Körper machen sie zu exzellenten Arbeitern. Sie müssen noch mehr Edelsteine ausgraben für meinen Palast voller Edelsteine. Das ist ja schrecklich! Lasst sie sofort frei! Müll ist Müll, egal wie sehr er aufgeputzt wird. Dies ist eine Welt der Schönheit. Und wenn ihr einen Beweis benötigt, seht euch das an. Oh, I guess that belongs to us. Das reine Herz! Ich kann es in euren Stimmen hören. Ihr wollt es so sehr, dass ihr kaum in der Lage seid, einen Gedanken zu fassen, wie? Wir suchen alle nach Schönheit, wie es scheint. Wie könnt ihr es also wagen, euch hier als Moralpostel aufzuspielen? Vergleicht uns nicht mit euch. Wir sind nicht wie ihr. Also, Tippi ist höflich. Sie sieht's den König, der, by the way, ziemlich feminin aussieht, trotz dass er so böse ist. Ich ertrage dieses Gefasel nicht länger, da wird man ja ganz welk. Ich lasse mich für gewöhnlich nicht zu so etwas herab, aber euch werde ich persönlich den Garaus machen. Das könnt ihr als Ehre empfinden. Nö, wir wollen nur das reine Herz, passt schon. Oh Gott. König Krokus sieht sehr weiblich aus. Hey! That's not fair at all. Aber hübsch sieht's aus, muss man sagen. Wie Mario so ganz nah am Gegner steht. Ui, 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 mein Auftritt. Hübsch siehst du aus, mein Kind. Au! Ich muss die jetzt Treppen benutzen und darf mir nicht mal wehtun. Wie viel Energie habe ich nach der ganzen Aktion? Bringt Bowser was? Ich meine, wir reden hier von Flammen. Wir reden hier von Flammen. Wir reden von... Au! Wir reden von Pflanzen, genau. Pflanzen nennen sich das. Das ist die Natur, Niklas. Wir reden hier von... Ah, I got the Prinz. Okay, ich sehe schon, was wir tun müssen. Das ist jetzt kaputt. Also, wir haben hier es mit einer Pflanze zu tun. Wow, mach mal langsam. Also als erstes... Schön Gegner am Boden und an der Decke durch. Gefährlicher Giftpilz. Halt Auto, ich bin so, ne? Ich hab kein Item. I like this. Fürs Erste... würde ich sagen, wir nehmen...
Wir nehmen Pixel. Einfach Knippel, weil ich mich mit dem sicher fühle. Aber was ich eigentlich machen wollte, Mario. Autsch. Ich habe irgendwie Angst, dass ich durch die Tür gehe, wenn ich mich verdrücke. Ja! Sorry, ich springe auch noch im richtigen Moment. Ich will mal was ausprobieren, ob der Powerblock was bringt. Keine Eingriff, okay. So, hier müssen wir also aufpassen, weil wir die ja... Jetzt soll ich was Sentry... Jetzt wollte ich schon das Wort Sentry auspacken! Oh, okay. Nagisch. Wunderschön. Selbst während ich welke, bin ich wunderschön. König Krokus! Was? Boah, was habt ihr nur getan? Wir haben euren König besiegt. Findet euch damit ab. Besiegt, Nintendo-freundliche Sprache. Getötet haben wir ihn. Vernichtet. Halt den Mund. Ihr versteht rein gar nichts. König Krokus war ein Spitzenkönig. Hat sich immer um seine Leute gekümmert. Und ihr habt ihn zum Welken gebracht. Bitte? Von was redet ihr da überhaupt? Ich rede vom Wasser. Die Klipulaner haben unser Wasser vergiftet. Sie haben ihren Dreck in den Fluss gekippt und wir mussten die Brühe trinken. Und dieses verdreckte Wasser hat unseren König in den Wahnsinn getrieben. Dann... Oh... Natürlich, das war doch klar. Oh nein. Entschuldigung, ich bin etwas verschnupft. Klipstein Ho! Eine Einmeldung von der Fluoro-Frontlinie. Umweltverschmutzung wurde als Ursache für den Wahnsinn der Fluorosapiens ermittelt. Das Problem war also, dass die Dorfbewohner ihren Müll in den Fluss geworfen haben. Nun, das habe ich ihnen prophezeit, aber ich bin meiner Zeit eben voraus. Was Klipulane bestimmt gerne hören. Quoten sind schneller in Höhe da. Besser als VfL Klipula gegen Klipu 05. Ja, wenn die anderen Dorfbewohner dies sehen, werden sie ihre Fehler erkennen. Niemand wird mehr mit Gemüseabfällen nach Karl Klipstein werfen. Wassermann, unser wichtigster Schatz, Mann. Okay, wir machen das so. Ihr versprecht, uns nicht mehr in die Suppe zu spucken und wir lassen euch in Ruhe. Und keine Frage, wir nehmen euren Leuten das Gras von der Birne, Mann. Das klingt doch nach einem vernünftigen Kompromiss. Haltet euer Versprechen. Dann hätte ich nun nicht... Damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet. Abgesehen von der Sache mit unserem König, seid ihr Helden. Nehmt das. Einer unserer ersten Könige hat das Teil mit der Aufgabe bekommen, es so lange zu beschützen, bis der legendäre Held erscheint. Unsere Leute bewachen das Ding jetzt seit 1500 Jahren. Oder noch länger oder so. Ich bin sicher, dass unser verweckter König ist... Ich fände es natürlich so derbe cool, dass unser verwelkter König es dufte fände, dass der Job endlich erledigt ist. Nun? Damit hat sich also gezeigt, dass die eigentlich gar nicht böse hatten. Ich fand, das zeigte ganz gut die politische Situation aus der heutigen Zeit. Ich meine, Missverständnis. Auf Missverständnissen basiert doch alles. Das ganze Rechtssystem ist doch kaputt. Yay, wir haben ein Herz erhalten, ein reines Herz. Ende des Kapitels! Dafür wird jetzt erstmal ein Stück gegessen. Ja. Männer voller Charakterstärke erleben, was andere nur auf Klippu satt sehen. Klippu satt, satt 1. Satt Clip? Entschuldigung. Und das ist, was mich Woche um Woche in diese Augen des Monsters blicken lässt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Woche. Klipstein Ho! Nachdem der Bericht abgefilmt war, machte sich Karl und sein Team auf den Weg ins Zentrum von Klipdorf. Mario und seine Freunde dagegen begaben sich mit dem sechsten Reihenherzen auf schnellsten Weg nach Flipstadt. Ein weiterer Schritt war getan, um die dunkle Prophezeiung aufzuhalten. Ja, ich nehme an, Speichern wäre eine gute Option. Also, was haben wir in dem Part gemacht? Ich bin wieder back.
Wir haben den Boss besiegt, wir haben ein Kapitel beendet, wir haben reines Herz erhalten. Ich habe euch erzählt, wie ich Xbox-Spiele zerstöre und habe wie immer meine Sätze und meine Geschichten nicht beendet, da ich unterbrochen wurde. Nun, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin, Johnny!